Sie sind hier, 1. September 2018, 15.59 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern die Spielvereinigung Unterhaching ist Tabellenführer Urheberrecht Getty Images in der 3. Liga springt die Spielvereinigung Unterhaching an die Tabellenspitze nach einem Sieg über Braunschweig. Der KSC patzt gegen Lotte. Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig wartet in der 3. Liga weiter auf den 1. Sieg und ist ans Tabellenende gestürzt. 3 Tage nach der Trennung von Manager Marc Arnold verloren die Niedersachsen am 6. Spieltag 0:3, 0:1 beim neuen Spitzenreiter SPVGG Unterhaching. Die rote Laterne des Tabellenletzten gaben die Sportfreunde Lotte ab, die mit 3:1, 3:1 beim Karlsruher SC ihren ersten Saisonsieg feierten. Platz 1 musste der VfL Osnabrück räumen, weil er beim halleschen FC nicht über ein 1:1, 0:0 hinauskam. Aufsteiger KFC Uerdingen kletterte nach dem 1:0, 0:0 bei Preußen Münster auf den 2. Rang. Nach 2 Niederlagen stabilisierte sich Hansa Rostock mit dem 3:0, 2:0 beim SV Meppen im Tabellenmittelfeld. Dort stehen auch die Würzburger Kickers nach dem 3:1, 1:1 gegen den SV Wien Wiesbaden. Bereits am Freitag hatte Aufsteiger 1860 München mit 2:0, 1:0 gegen Energie Cottbus den 3. Saisonsieg gefeiert, Luca Marseiler, 15. Stefan Hein, 51. und Josef Elzmüller, 56. Foulelfmeter besiegelten in Unterhaching die 3. Saisonniederlage für Braunschweig. Ein Eigentor des Karlsruhers David Pisot, 6. ebnete Lotte den Weg zum 1. Dreier. Zudem trafen Maximilian Österhellweg, 13. und Manuel Stiefler, 29. für die Ostwestfalen, von Sportinformationsdienst.